Herr Bürgermeister, Österreich voranbringen ist das Motto. Wie ist das denn bis jetzt in der Tagung so konkret an Punkten umgesetzt worden? Ja, ich finde, unsere Bundesparteivorsitzende Dr. Rende Wagner hat 5 Punkte vorgegeben, die für die nächste Zeit in Österreich ganz wichtig sein werden. Die haben wir diskutiert und wird von uns sehr breit unterstützt. Das ist Stärkung des Gesundheitswesens, Unterstützung der Pflege. Hier haben wir konkrete Forderungen auch an die Bundesregierung. Es geht aber auch um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Arbeitsmarktes. Und von daher war das eine sehr umfassende inhaltliche Diskussion, die wir jetzt mit diesen 5 Punkten zum Abschluss gebracht. Eine Frage zu Omikron. Heute tragt Gecko und Sie haben sich heute Morgen schon ein bisschen besorgt gezeigt, weil Omikron, die Zahlen, die gehen hoch, auch in Wien. Eben wurde schon gesagt, raushalten aus Österreich kann man es nicht mehr, man muss versuchen, es einzudämmen. Wie möchten Sie das machen? Ja, Sie haben völlig recht. Ich mache mir Sorgen. War schon von mir längere Zeit auch angekündigt, dass Omikron die bisherige Mutation Delta verdrängen wird. Das ist in Wien geschehen. Hier haben wir die Möglichkeit, mit sehr umfassenden Testformaten und Sequenzierungen das festzustellen. Ich gehe davon aus, dass das aber in allen Bundesländern schon so ist. Und das heißt, die Infektiosität ist eine noch höhere als bei Delta. Wir müssen damit rechnen, dass sich mehr Menschen in kurzer Zeit anstecken. Und die Gefahr besteht, dass dann auch die kritische Infrastruktur beeinträchtigt wird. Wir haben aus diesem Grund in Wien schon die ersten Konsequenzen gezogen und haben beispielsweise getrennte Teams überall dort, wo es auch um beispielsweise Energieversorgung geht, damit nicht, wenn das Virus einschlägt, diese neue Mutation die gesamte Belegschaft in Quarantäne versetzt und damit beispielsweise die Versorgung unterbrochen wird. Also wir haben in Wien schon eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt, um uns auf diese Situation vorzubereiten. Aber es ist jetzt die Bundesregierung am Wort und Gecko ist ja ein vorbereitendes Gremium und die Entscheidung muss in letzter Konsequenz dann die Bundesregierung treffen. Glauben Sie, dass die große Welle noch abzuwenden ist mit Omikron? Also ich glaube, es ist zu spät, dass man die Welle abwendet. Sie wird kommen. Die Frage ist nur, ob es gelingt, diese Welle abzuflachen und welche Auswirkungen es auf die Belegszahlen in den Spitälern gibt. Dass die Welle aber kommen wird, ist für mich völlig klar. Und von daher muss die Bundesregierung sehr schnell Vorschläge entwickeln, Maßnahmen setzen, Entscheidungen treffen, damit man diese Welle zumindest abflachen kann und nicht viele Menschen zeitgleich in Quarantäne sind oder im Krankenstand sind und damit Teile des Wirtschaftslebens unterbrochen werden.